Okay, jetzt bitte ich Jasmin. Sie wollte noch was sagen. Nur Bares ist Wahres. Ja, guten Abend, ihr Lieben. Nur Bares ist Wahres. Ich denke, viele von uns kennen den Film Pretty Woman. Daher habe ich diesen Satz. Wie bin ich auf dieses Thema gekommen für heute, euch ganz kurz darüber zu berichten? Ganz einfach, ich war hier einkaufen und ich habe die Woche dreimal erlebt an der Kasse vor mir, dass die Menschen doch glatt ihre Rechnung von unter 10 Euro mit der Kreditkarte bezahlt haben. Und wir fragen uns am Monatsende, wo bleibt denn meine Knete, wenn ich denn noch in Lohn und Brot stehe und auch ausreichend Knete auf mein Konto überwiesen bekomme. Die Krönung ist ja dann auch noch immer, wenn du einkaufen gehst und die Kassiererin fragt ja gar nicht mehr, sondern nimmt den Kassenbon, zerknüllt den und ich lasse sie dann regelmäßig an der Kasse in ihrem Eimer wühlen, weil ich will wissen, was am Monatsende mein Leben gekostet hat. So, und nur Bares ist Wahres. Die Frage ist natürlich auch für mich, weil wir hatten das jetzt schon ein paar Mal heute, auch die letzten 12 Mahnwachen immer wieder, Hintergründe. Fundamente, was steht denn eigentlich dahinter? Und wenn ich mir überlege, ich habe mir mal so Gedanken gemacht, kann jeder so für sich auch tun, wenn ich so meine Kreditkarte bei der Tankstelle in den Schlitz stecke, wenn ich meine, egal wo ich einkaufen gehe, in den Schlitz stecke, ist das denn nur das Geld und die Ware, die da abgebucht und kontrolliert wird, guckt da einer nach? Und wenn da einer nachguckt, guckt der vielleicht auch, in welchen Laden ich was einkaufe, für wie viel ich in diesen Laden was einkaufe. Und wenn ich dann höre NSA und abhören, dann kann ich mir das irgendwo sehr gut vorstellen. Und dann frage ich mich, wenn das denn so ist, wen geht denn bitte schön was an, was ich denn einkaufe? Was ich esse, was ich trinke, na ganz klar, da könnte jemand an meinem Konsumverhalten interessiert sein. Das geht erstmal nur mich was an. So, dann, wen interessiert denn, wo ich meinen Popo in diesem Land hinbewege? Ich dachte, wir sind frei und können uns hier auch frei bewegen. Kann das jetzt sein, dass einer anhand meines, ich stecke die Scheckkarte mal eben irgendwo, ich besuche Bekannte in Süddeutschland in den Automaten und dann sagen die, was machen die in Süddeutschland? Einfach mal gucken, ob diese Möglichkeit bestehen könnte. Und nur Bares ist Wahres. Was würde denn passieren für die, die schon länger sich mit den Themen, die wir hier so ansprechen, jeden Montag beschäftigen, wenn jeder von uns am 1. auf die Bank geht und sein Geld herunterholt, bis auf diese Dinge, die über das Konto abgebucht werden? Guckt da mal nach, macht euch mal Gedanken darüber, weil ich habe so gehört, es kriegt dann nicht mehr jeder sein Geld ausgezahlt am Anfang des Monats, weil das reicht nicht, die haben nicht genug Geld da. Es gibt auch immer mehr Banken, die nur Automaten stehen haben, mit der Begründung, wir haben hier kein Bargeld, weil wir werden ja ständig überfallen. Man hört ab und zu, dass Banken überfallen werden, aber so viel sind das jetzt auch nicht. Ich habe das in meinem ganzen Leben einmal erlebt, und zwar in Badeckenstedt. Haben sie an der Hauptstraße die Bank überfallen und die haben sie nicht gekriegt, weil die haben das sehr geschickt angefangen. So, immer mehr ältere Menschen stehen am Bankautomaten, sind hilflos, jetzt darf man seine Gelder da auch einzahlen, weil, stopp, ich hatte ja gerade gesagt, die haben kein Bargeld mehr. Und ich frage mich, wo das alles noch hinführen soll. Und ich möchte mein Geld in der Hand fühlen. Ich möchte es begreifen. Das Wort heißt begreifen, damit ich verstehe, was ich da habe. Ich möchte mich damit beschäftigen. Und wenn ich denn schon mal Werbung gucke, dann kommt da was. Hast du denn Geld dabei? Oh nee, brauchen wir nicht, wenn wir Taxi fahren, weil das kann ich mit meiner App bezahlen. Gut, ich habe eine alte Telefonzelle, ich weiß nicht, was eine App ist. Ich will das auch gar nicht wissen, da bin ich so ein kleiner Verweigerer. Ich bitte euch nur darum, euch da mal ein paar Gedanken drüber zu machen, vielleicht bei euch mal zu gucken, ob es nicht vielleicht auch sinnvoll ist, wenigstens die Rechnungen im Laden, die unter 10 Euro sind, dann doch mit Bargeld zu bezahlen, weil das ist auch was Schönes, wenn man das Geld anfassen kann. Das stinkt nicht, das verdirbt auch nicht den Charakter, das ist eine ganz tolle Sache, weil damit kann man auch ganz tolle Sachen machen. Und glaubt mir, liebe Leute, die Leute, die, denen Geld den Charakter verdirbt, der war schon vorher verdorben. Ich entlasse euch mit dem Slogan, nur Bares ist Wahres. Guckt mal, wie viel ihr davon in eurem Leben einbauen könnt. Danke. Schönen Abend noch für uns alle.